Wir haben heute wieder eine großartige Show und ich sage das sonst ja nie. Heute schauen wir einmal auf das Leistungsschutzgesetz. Ein Gesetz, das einst vom Axel Springer Verlag erdacht wurde, weil sie es nicht mehr in Ordnung fanden, dass News-Aggregatoren wie Google News einfach die Links von den Seiten der, nennen wir sie mal höflich, Zeitungen des Axel Springer Verlages kostenlos auf ihren Seiten nutzten, ohne dem Verlag dafür Geld zu bezahlen, aber selber damit Geld verdienen. Und wie immer bei so einer Sache, zieht man vor Gericht und klagt sich bis nach Karlsruhe oder wie beim Springer Verlag, engagiert man eine Armee von Lobbyisten, die diese Totgeburt von einem Gesetz nicht nur deutschlandweit promoten, sondern gleich europaweit. Ob das auch toll für uns ist, das werden wir bestimmt in der Show klären können. Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Strelitz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen auf das sogenannte Leistungsschutzgesetz und damit die Frage, wem bringt das was und wo muss ich unterzeichnen, um auch etwas vom Kuchen abzubekommen. Wir sollten uns heute unbedingt einmal die Zeit nehmen und uns das etwas genauer anschauen. Und bevor wir loslegen, ich weiß, im Zuge der letzten Wochen geht es auch nicht mehr nur um irgendwelche monetaren Vorteile durch das Leistungsschutzgesetz, sondern auch ob und wie auf europäischer Ebene sogenannte Upload-Filter zum Einsatz kommen werden, welche die Freiheit im Internet in eklatanter Weise bedrohen. Aber darum geht es eben nicht heute. Denn das ist ein so wichtiges Thema, dass wir uns dem getrennt annehmen müssen. Nächste Woche. Und eben nicht heute an dieser Stelle in einem einfachen Nebensatz das abarbeiten können. Denn wir sind ja schließlich nicht die Bild-Zeitung. Also, was ist das Leistungsschutzgesetz? Um das Ganze verstehen zu können, müssen wir zurückspringen in eine vollkommen andere Zeit, nämlich so 10 Jahre. Zeitungs- und Magazinverlage steckten damals immer noch in der Krise, die das Internet für sie ausgelöst hat. Nämlich, dass Menschen nicht mehr Zeitung kaufen, sondern alles im Internet viel schneller lesen wollen und vor allem bitteschön kostenlos. Und das war das Problem der Verlage. Also gingen die Auflagezahlen in der realen Welt runter, während es in der digitalen Welt für die Verlage zusätzlich immer schwerer wurde, auch dort Geld zu verdienen. Erschwert wurde diese Situation dann durch dies. Wer wissen will, was gerade in der Welt los ist, bei Internetportalen wie Google News bekommt man einen Überblick über die Presselandschaft. Schlagzeilen, Textschnipsel, Fotos, hier wird alles gesammelt. Die Urheber, meist Zeitungsverlage, bekommen nichts dafür. Google findet das völlig in Ordnung. Schließlich würden auf diese Weise Nutzer auf die Zeitungen aufmerksam. Doch die sehen das anders. Der Axel Springer Verlag zum Beispiel wehrt sich. Nichts gegen die Internetverwertung von Zeitungsartikeln, doch das müsse bezahlt werden. Und so erhoffte sich der Axel Springer Verlag, ein eigenes Gesetz durchzuboxen. Denn an sich wäre es vollkommen richtig, dass Verlage auch am Werbekuchen mitverdienen, den Seiten wie Google News mit der Nutzung der Links von eben genau diesen Seiten verdient. Nur ging der Axel Springer Verlag halt einen eigenen Weg. Er macht das, wie wir es alle so machen würden bei dem Problem. Er schraubte eine große Pinnwand an die Wand, schrieb auf verschiedenfarbliche Zettel alle Probleme auf, hing kleine Polaroid-Bilder von den betroffenen Personen auf, also ein nacktes Google News beim Duschen, und verband alle Fakten, die der Axel Springer Verlag dann gesammelt hat, mit einem roten Faden und Heureka fand die Lösung, indem er heulend zum Mutti rannte und schluchzte, dass sie doch bitte sich um das alles kümmern möge. Und dank einer Armee von Lobbyisten hat der Axel Springer Verlag genau das auch geschafft. Ein eigenes Gesetz lobbyiert, das dann 2013 von der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung einfach durchgewunken wurde. Und gerade als der Axel Springer Verlag feiern wollte mit Kindersekt und schon Platz im Tresor für all die Geldsäcke gemacht hat, die jetzt folgen würden, grätschte ihm der Rechtsausschuss des Bundestages böse dazwischen, dem man das Gesetz nur leicht, aber signifikant abänderte. Sodass Suchmaschinen einzelne Wörter und kleinste Textausschnitte eben doch nutzen dürfen, ohne den Verlagen Vergütung bezahlen zu müssen. Denn das nicht erlauben zu können, würde das Grundrecht auf Information verletzen. Also 4 Jahre Lobbyarbeit voll für den Arsch. Wie halt auch viele Zeitungen des Axel Springer Verlages. Also was nun? Der Axel Springer Verlag hat als schreibendes Medium ein mächtiges Schwert. Nämlich das geschriebene Wort. Auf den Scheck seiner Anwälte. Denn die für dieses gescheiterte Gesetz zuständige Verwertungsgesellschaft, die VG Media, kümmerte sich jetzt trotzdem darum, Geld von Links bei den Betreibern von Aggregatoren einzutreiben. Und das auch ziemlich mega erfolgreich. Alleine 2017 waren das immerhin 30.000 Euro.
bei Prozesskosten von exakt 2.250.099 Euro. Ich rechne es mal kurz durch. Ja, ein kompletter Totalverlust. Da hätte die VG Media das Geld lieber in Bitcoins gesteckt, dann hätten sie weniger verloren. Oder in Boris Becker. Zu früh? Also fassen wir zusammen. Der Axel Springer Verlag hat seit 2009 für ein Gesetz lobbyiert, Millionen Euro dafür verbrannt, das Gesetz zu bekommen, aber mit dem Zusatz, dass man eben nicht damit Geld verdienen kann und danach noch mehr Geld verbrannt, um die Gelder einzutreiben. Also was machen? Ganz einfach, hatte man ja schon vorher gemacht. Also schraubt der Axel Springer Verlag einfach eine neue, noch größere Pinnwand an die Wand. Dafür musste jetzt die Wand zwischen zwei Konferenzräumen eingerissen werden und die Redaktion der Welt Online verkleinert werden. Den Qualitätsverlust konnte man zum Glück bei deren Angebot bis heute nicht merken. Dann schrieb der Axel Springer Verlag wieder auf verschiedenfarbene Zettel alle Probleme auf, hing noch mehr kleinere Polaroid-Bilder von den betroffenen Personen auf, also Google News, wie sie mit Facebook aus einem Stundenhotel kamen, und verband wieder alle Fakten, die der Axel Springer Verlag sammeln konnte, mit einem roten Faden und Heureka fand die Lösung, indem er wieder heulend zum Mutti rannte und schluchzte, dass sie doch bitte sich um das alles kümmert, nur eben jetzt auf europäischer Ebene. Und dank einer Armee von Lobbyisten hat der Axel Springer Verlag genau das gemacht. Mit Erfolg. Leider. Das Europäische Parlament hat sich für die umstrittene europaweite Einführung von Upload-Filtern ausgesprochen. Außerdem soll bei der Einführung einer Urheberrechtsreform ein Leistungsschutzrecht eingeführt werden. Beide Vorhaben erhielten in einer geheimen Abstimmung im Rechtsausschuss eine knappe Mehrheit. Aller Voraussicht nach wird das Parlamentsplenum im Juli darüber entscheiden, ob die Europäische Volksvertretung in Verhandlungen mit den EU-Staaten darüber tritt. Das EU-Parlament hat der heftig umstrittenen Reform des Urheberrechts vorerst eine Absage erteilt. Die Vorlage wird nun in den Ausschüssen überarbeitet und im September erneut dem Parlament vorgelegt. Und das Erschreckende ist nun, dass der Axel Springer Verlag es wirklich schaffen kann. Ein Gesetz, bei dem es ihm nicht darum ging, eine faire Vergütung für die Verlage durchzusetzen, sodass sie am dicken Werbekuchen von News-Aggregatoren wie Google News ihren verdienten Anteil bekommen. Sondern es ging darum, nur einen eigenen riesigen Kuchen zu bekommen. Eine Gelddruckmaschine, die jeden Link zu jedem Artikel zu Geld macht. Also wenn man wieder dann bei Google News über einen Link von der Welt Online stolpert, ob man nun beim Sex and City Test mehr eine Carrie oder eine Samantha ist, und man sollte immer einem Render sein, dann verdient der Axel Springer Verlag damit Geld. Selbst wenn man nicht den Link klickt, weil man schon vorher wusste, dass man einem Render ist, trotzdem kassiert der Axel Springer Verlag dann Geld. Und um dann das Ganze in Europa kontrollieren zu können, gibt es einen sogenannten Upload-Filter, der Urheberrechtsverletzungen schon beim Upload blocken soll. Und wenn wir im Internet etwas gelernt haben, dann, dass solche Filter nicht chirurgisch perfekt arbeiten, sondern dass lieber 1 Million Dinge zu viel pro Minute geblockt werden, als nur einmal zu wenig. Aber wer hätte schon mehr erwarten können vom Axel Springer Verlag? Bei denen gilt dasselbe wie bei Wikipedia. Wenn es dir nicht gefällt, lobbyiere so lange, bis es nur noch dir gefällt. Und lösch dann bitte auch das Passwort. Oder gleich die Meinungsfreiheit. Was halt dann schneller geht. Wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin, gute Nacht und viel Glück da draußen.